I'm the X Factor and traveler in 64 countries around the world. Grüß euch, es ist kalt draußen, wir haben Winter, das heißt, wir sind wieder in einer Werkstatt und im Sommer sind wir auch mitgefahren bei ein paar Ausfahrten, unter anderem bei der Motorrad. Und da habe ich gesehen, ja, weit komme ich mit meiner N nicht. Deswegen brauche ich jetzt ein Touring Maxi. Der Raummann steht schon hinter mir. Und ich habe entschlossen, ich mache ein Touring-Gerät für die nächsten paar Jahre, für die Ausfahrten, dass wir da überall Österreich und rundherum bereisen können. Jawohl, was waren die Probleme bei der Maxi N? Bei der Maxi N, ja, hinten, das starr ist vor allem, dass die ganzen Schwingungen und Schläge übertragen werden am Rahmen direkt, aufs Material, am Auspuff, überall. Alles angerissen, alles hin. Und erstens einmal nicht materialschonend. Und er selber merkt das auch ein wenig am Gesäß. Ja. Und das wird aber kein normaler S. Das wird ein Maxi S Grau Touring. Ja. Das heißt, was man jetzt so vorstellt. Da kommt der Aufbau, Gepäckträger, hinter großer Gepäckträger, links und rechts zwei halbwegs kleine Taschen, aber schon, dass man eigentlich was reinkriegt, aber nicht zu überdimensioniert. Schön hoch im Lenker, also normal hoch, dass man da angenehm fahren kann. Und Sitz? Sitz, Bank kommt rauf. Mhm. Sitz, Bank kommt rauf. Was das Ganze auch nochmal geschmeidiger macht, dass man ein bisschen Sitzpositionen wechseln kann während dem Fahren, ein bisschen Vierer zurück. Wird das einfach ein 50 Kubik Maxi, dass du so weit wie möglich kommst, oder ist da irgendwas ein bisschen Schärferes geplant? Was ist da? Motortechnisch einmal MVT-Zündung, mit 12 Volt, dass wir ein schönes Licht haben, dass wir alles ausleuchten, wenn es einmal in die Nacht reingeht, ausfahrt, oder vom Heuring heim, ist wichtig, ein Licht. Dass das gute Licht zustande kommt, braucht man natürlich ein bisschen Power und die liefert uns der Italkit. Ja, ein robuster, originaler Italkit rein. Also all in all ein Gerät, wo du da die Berge raufkommst, gell? Genau, also Leistung sollte genug da sein. Ja. Dass man ja auch nicht die ganze Zeit voll am Henkel hängen muss. Ja. Sondern alles schön geschmeidig fahren kann. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, Dax. Starten wir in das Projekt, oder? Wir starten. Welches Projekt hört ihr da aus? Dax Factory ist ein Touring Moped. Ein bisschen upgraden. Upgraden. Wie sprachst du? Motor wird zusammengebaut, oder was? Du sagst, du bist ein Hagel bei den Überströmer. Ja, die können da ein bisschen schliefen. Okay. Dann werden wir es mit der Schurfpaste einlassen, dass kein Sprit hängen bleibt, dass das gleich drüber gleitet. Ja. Auffixen. Dann wird der Dax mal auffixen. Das ist dann die Versiegelung von der Schurfpaste und dann sollte es eigentlich passen. Passt. Okay. Das füllen wir heute dann. Was ist alles gekauft worden, Dax, für das Projekt? Zeig gleich einmal her, was für Schätze es wieder verborgen hast. Aber eh die bühlige Schmerze. Die bühlige, ja genau. Kostet quanta? 250 Euro. Einen verleichterten Spezial, den brauchst. Das ist das Wichtigste. Ich vertraue auf Dax, auch er ist so blind, ich brauche das nicht. Da kommt nämlich ein Ding rein. Klo kommt rein. Ja. Ich hoffe, dass die. Ja, dass die Wartungsärmer ist, dass man einfach schön fahren kann, dass sie da nicht viel anreibt. Mhm, werden wir sehen. Ein Roman Kranzl. Kranzl! Ah! Hab ich angefangen, jetzt muss ich das fertig machen. Roman? 45 in der Zahl. Ich kann nicht mehr! Ihr Blutsauger! Das ist halber Europa, wo wir nach Monaco fahren. Iceland. Ich fahre das in Südamerika. Ja. Start. Und nachher bis auf nach Alaska. Okay, ja, passt. Ja, die Folgen haben wir da. Ja, auch schon lackiert, oder was? Toast. Welche werden neu gebaut? Data oder Data? Nein, Data, da kommen wir rein. Und für was sind die?
Reserve. Okay, ist immer gut, wenn man Folgen kauft, wenn man heilen. Wir werden nur mehr teurer. Okay. Aber ich hab schon gespart. Der ist schön lackiert, ja, das gefällt uns, ja. Mhm. Ja, wie geht's bei dir, Moran? Jetzt erzähl uns einmal, was du vorhast. Jetzt bleib. Da bleibt die Zeit 50 Minuten später. Das sieht eh schon cool aus, ja? Wir alle Leute sehen die Arbeitsflächen, ist leer, was bedeutet es, dass der Motor wieder einbaut, wieder zusammenbaut. Wie viel Leistung wird der Motor kriegen, circa PS-mäßig jetzt? 10 sollte man so schon ausgehen. Okay, was wird da einbauen? Sag uns mal, was du hast. Okay, also ein Zweizylinder wird das, oder wie? Zweizylinder Italkit. Ja, aber ich wollte immer schon mal sehen, wie man sowas aufbaut. Heute seht ihr das Burschen. Okay, ja. Mhm. Okay, also der bleibt original, wie er ist. Das Original, mehr hat da nichts. Das soll haltbar sein. Originaler Kohlvarianten. Ich hab da gar nichts für mich. Oder einen Wölsten an Roden. Nein, das kommt mal original rein. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Ob du willst oder nicht. Kennen wir sie aus. Auspuff, Dax, was ist mit dem Auspuff? Haben wir noch keinen. Okay, was kommt da für Auspuff? Vielleicht dann wieder so ein B8-Gramm. B8-Gramm, sehr gut. Verloben wir das. Immer investieren. Jawohl. Und was tun Sie dabei? Schleifen. Schleifen. Und weiter schleifen. Sehr gut. Und das hast du da jetzt so schön geschliffen. Wie eine Maschine. Factory, was tust du da? Reis. Reisschacht auf immer Öl. Okay. Weil man die Kupplung vorher einlegen sollte, oder wie? Genau. Welche Kupplung fährst du da? Klau. Aramid. Mhm. Nicht schlecht. Welche Öl verwendest du? Nein, ist geheim. Okay. So, was kommt jetzt? Den Heißluftfüllen hast du ausgepackt. Alte Dax Factory Methode. Die Lager auch hat es, oder was? Alter, mir ist eh saukalt drauf, den Scheiß. Ich bin jeden Tag in der Früh runter, gell? Alles drauf oder was? Alles drin. Nicht schlecht. Da gehört noch Severin. Severin? Oh, den können wir noch fahren. Kannst später auf meiner Mutter über das kommen. Was für Kurven ist das jetzt? Aber jetzt kann man schon wieder mal sehen. BMP 2.0 oder was? Da können wir da eine Zip, da unter Shift. Dichtung oder was? Dichtmasse. Gescheit auftragen. Dass alles dicht ist. Jetzt schön, zu wenig. Mhm. Zu viel ist meistens noch schlechter, zu wenig oder zu wenig tupfen als Öl aus, aber zu viel verpickst du den ganzen Motor. Verpickung. Wir müssen das nochmal filmen, oder du siehst nie wieder eine dann so. Das rennt jetzt 52 Jahre. In 52 Jahren, Dags, wenn du nachher mit 68 den Motor spaltst. Und das zweite, in der Pension dann. Und das zweite Video raus von der Hütte. Teil 2. Ja, ob es dann YouTube noch geben wird. He? Thank you.
Ja, ruf mich an. Was? Dumpler Flo schneller. Von Banner dazu mal, was da alles passiert. Alter, was ist das ausgerechnet? Ich hab mein Schwindel. Es geht ihn nicht aus. Schieß was weg, wenn wir mehr ein bisschen einen Schmund mit Smack halt verlieren. Warte nicht. Sag mir, was ein Richter. Mit den Rädern mehr auf den Ort, mit den Schnups. Wie wird? Wieso? So ist schön. So, eineinhalb Jahre sind vergangen und die Kupplung ist aus dem Öl herausgekommen, oder was? Ja, angesoffen. Angesoffen? Angesoffen hat sich jetzt gescheit, ja. Weil wirklich sind wir der Schnaps verkostet, oder? Sicher. Schrauben wir dann noch einen schönen Magnetschrauben rein. Zeig ich den in die Kamera. Der kriegt den Magnetschrauben. Jawohl. Ist aber nicht unten für den Ablass, sondern oben für den Einlass. Das war super. Das ist bei meinem genau das Gleiche. Ja, auf der Scheune da. Was darfst du sagen, wie viel PS hat das nachher am Ende? Das ist wie ein Dachskin. Hat das sogar auf der Straße da wahrscheinlich 12 PS. 12 PS. Schätze. Okay. Da muss man überraschen. Bin ich gespannt, was der Dax dazu sagt. Dax, wie viel PS wird das haben auf der Straße dann circa? 10. 10. Schwach. Schwach sagt er. Schwach. Er sagt 12. Ich bin Was soll es da jetzt so befolgen? Material ohne Ende, sage ich, eigentlich ist da vorhanden. In jedem Zimmer auch noch eine Achs. Alles Bogen. Dorfbogen. Dorfbogen! Da drinnen. Leck mich am Arsch, he? Das ist mal eine richtige Performance. Ein Performance-Freilauf. Jetzt aber langsam. Und ich war der Erste mit dem Kettentanzer. Drinnen. Reifen drin. Schöne neue Felgen lackiert. Ja. Das sind, glaube ich, warte mal, darf ich liegen, sind sogar die Nachbaufelgen vom Buchshop. Okay. Aber weil du trickst. Ja. Und da der neue Name oder was, oder ist das alles neu alt? Neu alt. Okay, schaut wunderschön aus, aber ja. Ich hab geschaut, dass ich da alles so gut da halt, was original ist, ja, was ich wieder verwenden kann. Dass wir das nehmen, weil Buchqualität ist einfach bewährte Qualität heute halt am längsten als wie jeder Nachbar. Jawohl. So, dabei. Wir haben den Motor zusammengebaut. Da fehlt noch was. Fehlt noch ein Kerzel. Also, das zum letzten Mal ein bisschen fertig gemacht, glaube ich, gesehen. Wir sind heute ein bisschen in einem anderen Tag, dass wir das Video ein wenig abrunden. Motorblock. Motorblock ist auch sandgestrahlt. Ja. Dass er hübsch ausschaut. Ja. Da hängen noch die Kabeln von der Zündung, die müssen wir noch einbauen. Mhm. Zündmodul.
Aber so im Großen und Ganzen ist er fertig. Gell? Wir haben da in einem Video gesehen, Kupplung, alles drinnen, Anreißer. Okay, was hast du da für einen geilen Anreißer? Ja, das ist eine Spezialedition. Okay, warte eine Sekunde. All Black mit E-Inlet. Okay. Und Kupfer Logo. Wahnsinn. Und ja. Stapler, der hat jetzt schon Kompression, dass der anscheißt. Der braucht schon. Der braucht schon, ja. Auch so ein Stutz noch lässiger. Hä? Ja, da müssen wir ein bisschen schöne Schrauben nehmen. Ja. Aber sonst haben wir da schon einen geilen Ausgestutzen. Okay. Geil. Spezial. Ja, gibt es auf Willhaben, habe ich gehört. Habe ich von Willhaben gekauft, genau. Ja, gibt es ganz viele zurzeit. Kann man reinschauen. Buchshop gibt es leider eh nie. Ja. Aber auf Willhaben gibt es einen, der verkaufte. Willhaben Qualität, bewährte Qualität. Das sind geil. Alle Teile also halbwegs schon beieinander. Motor sehen wir. Föhn. Dahinter ist die zweite Föhn noch. Raummann ist auch aufpoliert. Sag noch gleich was zu der Patina. Bleibt das so? Oder das wird bleibt das neu lackiert? Auf alle Fälle so. Das bleibt so. Bickel. Ich bin mir noch mal nicht ganz sicher. Okay. Vielleicht gehen wir die Umrandungen da. Nein. Ja, ich konnte da welche neu ausplatzen, das sag ich auch. Dann haben wir ein paar Mal drauf, dann haben wir das nostalgisch wieder ausschauen. Genau. Ja. Aber sonst bleibt der Lack so. Sonst bleibt das Gerät so, ja. Okay, das heißt, die Leute nächste Woche wieder einschalten, nächstes Mal, wenn es steht, Tags Touring Moped. Vier Fäuste gegen eine Maxi. Vier Fäuste gegen eine Maxi. Verabschiedung. Liebe Leute, es gefällt mir, dass ich euch heute mein Maxi vorstellen habe können. Und ja, jetzt geht's uns zusammenbauen. Wird dann auch ein wenig eine Challenge, dass wir da alles schön unterbringen. Aber weiteres seht ihr dann kommenden Wochen. Jawohl. Vielen Dank.